BDEW-Kongress 2015. Podcast. Forschung und Innovation als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Rede. Professor Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Berlin. Im Dialog. Moderation Holger Stelzer, Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Müller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollten sprechen, oder ich sollte sprechen oder darf sprechen, je nachdem, über Forschung und Innovation, wie wichtig ist das für unser Land. Wenn man sich mal die gegenwärtige Situation, in der sich Deutschland befindet, kurz anschaut, dann haben wir zurzeit in unserem Land ungefähr 1,1% der Weltbevölkerung. Also sind ein kleines Land. Und dieses kleine Land mit 1,1% der Weltbevölkerung ist die viertstärkste Industrienation. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das funktionieren? Wie kann ein so kleines Land solche Leistungsstärke haben? Und die Antwort auf die Frage ist ganz klar, das kommt in Deutschland durch Entdeckerfreude, durch Innovationskraft und vor allen Dingen durch die sehr, sehr gute Fachkräftesituation. Das ist die Basis für den Erfolg. Aber es ist auch völlig klar, dass der internationale Wettbewerb hart ist und dass wir ständig darum ringen und überlegen, wie kann man diese Stellung halten, was muss man machen, um auch in Zukunft, gerade angesichts demografischer Entwicklung, die ja noch weit von 1,1% der Weltbevölkerung runtergeht. Wir hatten Anfang des Monats den G7-Gipfel. Ich habe mich bei den Schlusspapieren des G7-Gipfels gefreut, wie intensiv dort, passiert einem selten, das Thema Wissenschaft genannt wurde und hoffe, dass uns das auch einen Impuls und Rückendeckung gibt für die nächsten Jahre. Ich glaube, über das, was die Staats- und Regierungschefs beschlossen haben bezüglich der Transformation des Energiesektors bis 2050, bis 2100, sind die Meinungen hier im Raum sicher geteilt. Aber auf jeden Fall ist ganz klar, dass wir das, was sich Deutschland vorgenommen hat, die Energiewende, nur bewältigen können mit Innovationen. Ansonsten ist es unmöglich. Es ist unmöglich. Es gibt ganz viele Fragen. Wenn die nicht wissenschaftlich gelöst werden, sind wir nicht in der Lage, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Und wir stehen hier natürlich in einer besonderen Verantwortung, weil man schon aus anderen Ländern sehr schaut, wie kann Deutschland bei diesem Projekt, wird es funktionieren, sind die in der Lage, das zu realisieren, was sie sich politisch vorgenommen haben. Wir haben in Deutschland, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, eine breit aufgestellte Grundlagenforschung. Das findet bei uns statt in sehr starkem Maße in den Max-Planck-Instituten, in den Helmholtz-Instituten, wo auch die großen Forschungsinfrastrukturen auch für das Thema Energieforschung realisiert werden. Wir haben eine breite Hochschullandschaft, aber es gelingt uns auch der Transfer. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel China hat eine sehr leistungsfähige Wissenschaftslandschaft, aber das große Problem dort ist, den Transfer zu organisieren. Das funktioniert noch nicht. Bei uns ist es ungefähr wie in den USA. Das heißt, wir haben sicher Luft nach oben, aber es ist schon nicht schlecht. Vor 3 Monaten wurde der Deutsche Innovationspreis verliehen und bei diesem Preis sind wir, unser Ministerium Schirmherr. Dort wurden die 12 Finalisten ausgesucht und unter den 12 Finalisten waren 5 aus den Bereichen Energie und Wasser. Das ist sozusagen auch ein Fingerzeig darauf, wie bedeutsam Innovation in Ihrer Branche, in Ihrem Bereich ist. Wenn man sagt, der Transfer in Deutschland funktioniert, dann haben Sie vor Augen den klassischen Transfer. Den haben wir überall. Wir haben in den Hochschulen entsprechende Transferstellen oder entsprechende Dezernate oder anderes, aber um wirklich die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken, auch um zu erreichen, dass die Wirtschaft bei ihren Forschungsinvestitionen nochmal nach oben geht, haben wir in den letzten Jahren uns bemüht, neue Formen der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu finden. Ein Beispiel, was Sie kennen, ist zum Beispiel der Spitzenclusterwettbewerb, wo es also wirklich um Größenordnung ging, wo ganz klar ist, wenn Wissenschaft und Wirtschaft belegen können, dass sie in einem bestimmten Bereich Weltmarktführer sind oder in absehbarer Zeit werden, dann legt der Bund eine entsprechende große Summe zur Verfügung. Wir hatten zum Beispiel in dem Wettbewerb einen Antrag, damals aus Niedersachsen, da ging es um den Offshore, um den Windbereich, war leider zwar in der letzten Runde, aber hat nicht den Zuschlag bekommen. Auch das
entsprechende Kraftwerksprojekt, was aus anderen Bundesländern kam, nicht. Aber insgesamt ist das eine Methode, um zu erreichen, dass die Wirtschaft noch mal in Größenordnung in Forschung investiert hat. Oder wenn ich sagte, wir haben eine breit aufgestellte Grundlagenforschung, dann ist immer die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass zum einen die Grundlagenforschung natürlich völlig ohne auf den Aspekt der Verwertbarkeit zu achten, forschen kann, dass man dort Forschung hat, die frei ist, ohne den Aspekt der Verwertbarkeit, dass aber dann, wenn man Ergebnisse hat, Masterarbeiten, früher Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten oder anderes, dass man dann auch wirklich dafür sorgt, dass das, was da an mögliche Innovation vorhanden ist, dass das auch zum Tragen kommt und dass es nicht wegwandert und von anderen aufgegriffen wird. Und ich will mal nur ein Beispiel nennen, das ist der sogenannte Inkubator, den haben wir einmal für den Bereich Lebenswissenschaften mit Max Planck. Das funktioniert. Inkubator können Sie sich so vorstellen, das ist eine Institution, in die kommt alles hinein zu einem bestimmten Themenbereich. Wir haben jetzt einen zweiten Inkubator bei Herrn Hell, das haben wir gemacht, bevor er Nobelpreisträger wurde, für den Bereich Photonik, wo sozusagen alles hineinkommt, was in dem Bereich an Erkenntnissen gewonnen wurde in den unterschiedlichen Institutionen und dann mit staatlichem Geld von Bund und entsprechendem Land Geld investiert wird, um das Ganze zu prüfen, ist das machbar, ist da etwas umsetzbar, ist da eine Substanz, die wirtschaftlich verwertet werden kann. Das sind Beispiele, um einfach zu illustrieren, dass dieser Transfer kein Prozess ist, der nur automatisch funktioniert, sondern dass wir dort auch immer wieder neue Ideen und Möglichkeiten brauchen. Damit, mit einem solchen Inkubator, mit einem bestimmten Themenfeld, Spitzencluster, erreicht man natürlich nicht die Breite, die vielen, vielen Masterarbeiten und anderes. Und wir haben probiert und haben das in einem Pilotprojekt untersucht, haben ein Programm, ein sogenanntes WIP-Programm, wo man den Professoren aus Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen Geld zur Verfügung stellt, Möglichkeiten, damit sie, ich sage mal konkret, eine Masterarbeit, dass sie Geld haben für eine Machbarkeitsstudie oder für einen Demonstrator oder eben für Schutzrechte. Und bei der Pilotförderung war es so, dass 140 Vorhaben gefördert wurden über 3 Jahre, dass dort also wirklich Effekte sich ergaben. Und deswegen haben wir das jetzt als ein größeres Programm aufgelegt, um dafür Sorge zu tragen, dass die vielen Ideen, die vorhanden sind, dann auch wirklich umgesetzt werden können in Innovationen. Von besonderer Bedeutung in Deutschland sind nicht nur die großen Unternehmen, die natürlich immer die Vorzeigeunternehmen sind, deren Namen in der Welt berühmt sind, sondern die Stärke Deutschlands resultiert aus dem breiten Mittelstand und dazu gehören auch die kleinen und die kleinsten Betriebe. Und diese KMUs, dort Transfer zu organisieren, ist natürlich schwieriger als mit den großen Forschungsabteilungen unserer Großunternehmen. Und wir haben im Ministerium für den Bereich der kleinen und mittelständischen Betriebe über 1 Milliarde in den letzten Jahren jährlich ausgegeben. Aber wenn man sich mal anschaut, wie sind die Ergebnisse, dann ist das nicht proportional. Deswegen sind wir am Überlegen, was brauchen wir für neue Instrumente, um wirklich die Kleinen und Kleinsten auch zu erreichen, die keine eigenen Forschungsabteilungen haben, die aber in der Lage sind, in ihren Bereichen ganz weit vorn mitzuspielen, wenn sie die entsprechende Unterstützung haben. Und eine Gruppe von Hochschulen, die gerade für die kleinen und kleinsten Unternehmen von großem Interesse ist, das sind die Fachhochschulen. Von der Natur der Sache, die Fachhochschulen, wo es also nicht um die Grundlagenforschung, die großen Forschungsthemen geht, sondern eben die unmittelbar anwendbaren Dinge, die Weiterentwicklung von irgendeinem Teil in dem Gerät, was der entsprechende Mittelständler produziert oder anderes. Und in Deutschland, wenn ich sage, wir haben eine breite Grundlagenforschung, dann haben wir mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch wirklich ein Instrument, 2,7 Milliarden sind da jetzt im Moment jährlich drin, was für Grundlagenforschung, was von Wissenschaftlern genutzt wird, hat es sogar Nebeneffekte. Als es zuerst begann auf europäischer Ebene, haben die Deutschen gar nicht so viele Anträge gestellt wie andere, weil es eben sehr viel bequemer war, das im eigenen Land bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu erreichen, hat sich aber geändert. Wir sind auch jetzt im Rahmen der EU sehr intensiv bei Anträgen. Aber Gelder für die anwendungsorientierte Forschung, das ist etwas, wo wir in Deutschland nicht so gut aufgestellt sind. Und was besonders schwierig ist, ist der Bereich, den ich, das ist jetzt nicht sehr, vielleicht nicht sehr technisch, der vorwettbewerbliche Bereich. Also der Bereich, wenn eine Idee ist bei einem Professor und bei einem Studenten, wo noch gar nicht erkennbar ist, daraus lässt sich handfest etwas machen. Und um diesen vorwettbewerblichen Bereich, um da stärker Wissenschaft und Forschung zusammenzubringen, gibt es die Idee des sogenannten Forschungscampus, nicht nur Idee,
sondern der Projekte. Und bei so einem Forschungscampus geht es also um die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und zwischen Industrie. Und ich wollte ein Beispiel nennen und blättere jetzt einen ganz kleinen Moment für einen solchen Forschungscampus, der für Sie von Interesse sein könnte, der sich etabliert hat in Aachen, wo also eine Reihe von, ich glaube, 14 Unternehmen mit den entsprechenden Hochschulen vor Ort zusammenarbeiten über Themen, die den Energiebereich betreffen, aber nicht in dem Sinne, dass sofort anwendungsorientiert, sondern dass man ganz von Anfang an vorwettbewerblich zusammenarbeitet. Und da ist, glaube ich, nicht die Lücke, die wir da in Deutschland haben, geschlossen, aber es ist zumindest der Versuch, an dieser Stelle mehr zu erreichen, als das bisher gelungen ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland mit der breiten Grundlagenforschung und den entsprechenden Instrumenten des Transfers eine sehr starke Säule in der Innovationskraft haben, dass wir aber auf der anderen Seite als Industrienation und generell uns nicht nur darauf verlassen können, was in voller Freiheit von Forschung und Lehre an den einzelnen Hochschulen für Themen gewählt und bearbeitet werden, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben müssen, von Seiten des Staates Themen vorzugeben, wofür wir Gelder zur Verfügung stellen, damit zielgerichtet in diesen Themenbereichen geforscht wird. Und das Instrument, was wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, das ist die Hightech-Strategie. Und diese Hightech-Strategie wird von anderen Ländern, zum Beispiel die Franzosen wollen in die ähnliche Richtung gehen, Korea interessiert sich sehr dafür, wie funktioniert diese deutsche Hightech-Strategie, sind mehrfach vor Ort, oder auch Horizon 2020 ist daran orientiert. Bei dieser Hightech-Strategie ist es so, dass man sich begrenzt auf wenige Themen. Es sind 6 Themenbereiche, nicht Details, also Nano oder so, sondern Themenbereiche, die für unsere Zukunft Deutschlands von entscheidender Bedeutung sind, wo klar ist für die Wissenschaftler, dort wird investiert, also an Forschungsgeldern, über einen längeren Zeitraum von Seiten der, von staatlicher Seite. Und zu diesen 6 großen Themen, die sich mit den globalen Herausforderungen dieses Jahrhunderts beschäftigen, zählt das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Energie. Das ist eines der zentralen Themen in der Hightech-Strategie, wo wir versuchen wollen, die Kräfte zu bündeln und eben in Zukunft noch leistungsfähiger zu sein. Und wir haben im Rahmen dieses Schwerpunkts zum Beispiel den Förderschwerpunkt nachhaltiges Wassermanagement, wo es um die Entwicklung innovativer Technologien, Verfahren und Systemlösungen geht für die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser. Und viele der Projekte, die dort laufen, wurden in Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen mit Ihnen hier, mit Vertretern der Wirtschaft realisiert. Zum Beispiel das Projekt Kläranlage der Zukunft, wo es nicht nur darum geht, Nährstoffe zu eliminieren oder eben auch Mikroverunreinigungen und Krankheitserreger zu eliminieren, sondern wo es vor allen Dingen um die Frage geht, wie kann man in diese im Rohabwasser enthaltene Energie nutzen, noch besser nutzen, oder wie kann man die stofflichen Ressourcen dort rückgewinnen, um daraus entsprechend wieder Energie oder andere Dinge zu tun. Das heißt, hier werden ganz verschiedene Aufgaben für nachhaltiges Wassermanagement verknüpft, als nur ein Beispiel dessen, was wir in diesem Bereich an Forschung fördern. Ich glaube, dass wir, wenn es um die Energiewende geht, ganz entscheidend den Dialog brauchen, den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und deswegen, Frau Müller hat es erwähnt, war meine Initiative, als ich neu ins Amt kam, ein Forschungsforum Energiewende zu gründen, eine Plattform, auf der alle relevanten Partner, die mit diesem Thema befasst sind, die Möglichkeit der Diskussion haben. Und da ist Ihr Verband mit Frau Müller, der ich auch sehr danke, die dort ganz wichtig für uns, für die Diskussion ist. Und wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland in 180 Hochschulen etwas gemacht wird, geforscht wird zur Energie, dass wir die Akademien haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass die Wirtschaft natürlich intensiv, dann ist es ganz wichtig, dass dort auch viel getan wird, ich will nicht sagen parallel an vielen Stellen. Und in diesem Forschungsforum Energiewende war unsere Vorstellung, dass wir auch
um eben die notwendigen Innovationen zu befördern, uns konzentrieren und überlegen, was sind bei der Vielfalt der Aufgaben, ohne jemanden einzuschränken, was sind die wichtigen Aufgaben, die jetzt angegangen werden müssen, weil die Lösung nicht sofort da sein muss, aber die wir vielleicht in 10 Jahren brauchen. Zum Beispiel die Frage, wie soll denn das Gesamtsystem Energieversorgung in 10 Jahren angesichts der sich verändernden Anteile von alternativen Energien überhaupt funktionieren oder funktionieren können? Und die sogenannten Copernicus-Projekte, die dort erarbeitet wurden, die wir über einen Zeitraum von 10 Jahren intensiv fördern wollen. Da sind wir sozusagen in der Endphase der Abstimmung. Und da geht es nicht nur darum, was passiert heute oder morgen, sondern perspektivische Aufgaben, wie zum Beispiel das Thema der Speicherung von Energie. Und das ist auch ein Beispiel, wo die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, klug reagiert hat, also die Bundesregierung, dass wir in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, was das Thema Batterieforschung anbetraf, Weltspitze waren und dann plötzlich merkten 2005, 2007, die entsprechenden Kompetenzen fehlten in Deutschland. Es gab kaum noch Lehrstühle für Elektrochemie und da bewusst gegensteuern und diesen Bereich fördern, sodass wir heute sagen können, forschungsmäßig sind wir dort top, aber das jetzt umzusetzen, dass wir dort auch wieder Leitmärkte, Leitanbieter, das ist ein Thema, mit dem wir intensiv beschäftigt sind. Und wenn es um die ganz handfesten Probleme geht, wie realisiert man dann die Veränderung im Energiebereich, im Wasserbereich, in den einzelnen Städten? Da haben wir einen Versuch gestartet, dass wir ein Programm, 30 Millionen, also nicht zu umfangreich, ein Programm von 30 Millionen, was an 30 Orten praktisch mit der Zivilgesellschaft, zum Beispiel in einer Stadt mit Stadtwerken und anderem, diesen Prozess moderiert, wissenschaftlich begleitet, dafür wirbt, verändertes Nutzerverhalten erzeugt, um eben den Aspekt der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und diese mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz für neue Technologien in Deutschland ist für uns zunehmend ein Problem. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man an dieser Stelle neben der gesamten Forschung, die sich um technische Belange, um technische Errungenschaften redet, auch das Thema, wie erreicht man Akzeptanz und wie bindet man die Gesellschaft, die normalen Menschen, die normalen Nutzer, die betroffenen Bürgerinnen vor Ort ein. Wir haben, was die Ausgaben für Forschung und Entwicklung anbetrifft, zum Beispiel im Bereich der Umwelttechnologien und Ressourceneffizienz, ein großes Volumen mittlerweile. Und wir haben dort in dem Bereich etwas geschafft, was ich denke, was im Bereich der Energiewirtschaft auch möglich sein muss, dass wir dort in der Lage sind, in einem Feld Umwelttechnologien mit Wachstumsraten jährlich von 6,5% und mehr weltweit uns entscheidend zu positionieren und ein großes Volumen weltweit abzudecken. Und das ist auch eine Vorstellung, eine Hoffnung bei der Energiewende, dass wir dort technologische Entwicklungen haben, die uns dann in die Lage versetzen, diese Technologien zu exportieren und damit wieder Arbeitsplätze und Möglichkeiten in Deutschland für die Zukunft zu schaffen. Und deswegen sind Themen wie Materialforschung, wo wir jetzt gestartet haben für die nächsten 10 Jahre ein Programm, jährlich 100 Millionen, Materialforschung in einem ganz breiten Sinn, das sind zentrale Investitionen, die man nicht von der einzelnen Wirtschaftsinstitution und auch nicht von einem Großunternehmen erwarten kann, sondern die in einem breiten Grundlagen bis hin zur Nutzbarkeit machenden Feld. Und das ist auch, glaube ich, eine Verantwortung, die die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung wahrnimmt. Und wenn wir darüber reden, wie stark oder wie schwach sind wir im Bereich von Wissenschaft und Forschung, dann ist es ja immer eine gesamtwirtschaftliche Rechnung. Das, was der Staat macht und das, was die privaten Unternehmen einsetzen. Und da ist Deutschland im Moment in der Situation, dass wir fast 80 Milliarden für diesen Bereich ausgeben und dass der Gradient also nach oben zeigt, dass wir dort in den nächsten Jahren noch stärker investieren wollen. Und deswegen ist es mir persönlich sehr wichtig, dass wir mit der Wirtschaft zusammen einen guten Prozess des Miteinanders und auch der Abstimmung haben, wenn es um grundlegende Themen der Forschung geht und auch wenn es um das Thema der Fachkräfte geht, der akademischen und der beruflichen Fachkräfte. Ich glaube, dass Sie in einem Themenfeld arbeiten, in dem etwas, was wir im Zusammenhang mit digitaler Entwicklung ständig diskutieren, Industrie 4.0, die Veränderung der Arbeitswelt. Mein Vorredner hat wahrscheinlich gerade auch über dieses Thema gesprochen, die Veränderung der Arbeitswelt.
Und ich glaube, dass der Bereich der Energiewirtschaft, wo die Veränderungen absehbar sind, auch das mit vielen Sorgen verbunden ist, ist die Qualifikation, die der Einzelne hat im Kraftwerk oder an anderer Stelle, hält die noch in den nächsten Jahren? Das, was er gelernt hat, wo er Erfahrungen hat, was sind da die neuen Arbeitsfelder? Und da Sie in dem Bereich auch sehr viele hoch- und gut ausgebildete Fachkräfte haben, kann man auch nicht mit irgendwelchen Umschulungsprogrammen oder Ähnlichem so etwas lösen, sondern da sind kluge neue Ideen gefragt. Und wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht, könnte man so agieren, dass man die Wirtschaft sich entwickeln lässt und dann macht man eine Art Korrektur und überlegt, was bedeutet das jetzt für die Gewerkschaften, für die Mitbestimmung, für die psychische oder für die andere Belastung der Arbeitgeber. Wir sind hier einen anderen Weg gegangen und versuchen gemeinsam mit den Sozialpartnern, also mit der Wirtschaft, mit den Gewerkschaften. Ein großes Programm wird jetzt ausgeschrieben im Frühsommer, Arbeitswelt von morgen. Und nicht eine Beschäftigung für viele Arbeitswissenschaftler und andere, dass wieder neue Arbeiten entstehen, die dann im Bücherschrank oder veröffentlicht werden, sondern ein Programm, wo die Bedingung ist, dass bei jedem dieser Projekte von Beginn an ein Unternehmen mit im Boot sein will, muss, wo man die Dinge auch probiert oder wo man mit dem Unternehmen gemeinsam neue Möglichkeiten der Weiterbildung oder anderes entwickelt. Und dieses Programm, glaube ich, sollten Sie auch von Ihrer Seite, egal wie groß oder wie klein Ihre Unternehmungen sind, aber vom Verband insgesamt, Herr Präsident oder Frau Müller, als auch eine Chance begreifen und dieses nutzen. Das ist nicht mehr als ein Angebot von unserer Seite und ich würde mich freuen, wenn es gerade für Ihre Branche, weil ich glaube, da sind die Probleme noch schneller als in manchen digitalen Fantasien, die vielleicht erst in 5 oder 7 Jahren, bei Ihnen ist es schneller da. Und deswegen würde ich auch dafür werben, dass wir diesen Prozess, weil am flexibelsten in der gesamten Wirtschaftskette ist immer noch der Mensch und den zu motivieren und mitzunehmen, nicht nur die betroffenen Bürger, sondern auch diejenigen, die in ihren Betrieben, in ihren Unternehmungen arbeiten, ist mir sehr wichtig und ich hoffe, dass wir dort noch viel gemeinsam stemmen. Dankeschön. Mikrofon für Sie. Danke. Herzlichen Dank für diesen Vortrag, den Überblick über Ihre vielfältigen Förderungen. Ich habe gelernt vom Spitzencluster über Inkubatoren, die breite Grundlagenforschung und natürlich die Hightech-Strategie. Frau Wanka, Sie sagten auch, die Energiewende braucht den Dialog. Innovation, Forschung und natürlich Förderung braucht Kommunikation dafür. Ja. Wie gut ist denn die Kommunikation, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen auch Politik und Wirtschaft in diesen Fragen? Eigentlich ist es paradox. Wir geben seit Jahren richtig viel Geld aus, Millionen, um eben nichts an Erkenntnissen, an Ergebnissen zu verlieren, dass dann die Dinge woanders gebaut werden, sondern wirklich in Deutschland genutzt werden. Wir wollen also eine enge Kooperation zwischen Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Und in der Situation haben wir jetzt im Moment die Diskussion, die Sie vielleicht auch mitverfolgen in den Medien, dass das verteufelt wird, dass plötzlich so ein Instrument wie Stiftungsprofessuren oder Drittmittel von der Wirtschaft negativ belegt wird. Also wenn wir auf diesem Weg weitergehen, dann verlieren wir eine Stärke, die wir jetzt haben. Also wir haben im Moment eine völlig kontraproduktive Diskussion und ich bin Ihnen da dankbar für die Frage, weil wir müssen genau auf dem anderen Weg, auf dem wir uns die ganzen Jahre bewegt haben, weitergehen, weil das ist das Erfolgskonzept. Woher kommt denn diese Skepsis gegenüber diesen Drittmittelforschungsgeldern und Ähnlichem? Ist das politisch zu verorten oder? Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen, also rational ist es nicht und jetzt können Sie vielleicht irgendeinen Fall finden, wo was nicht in Ordnung war, findet man immer, das ist überhaupt nicht das Thema. Letztendlich ist es eine Erfolgsgeschichte. Also ich würde sagen, politisch ja. Jetzt fragen Sie aber nicht, bei welcher politischen Größe, sondern... Naja, wenn ich jetzt die Große Koalition abziehe, bleiben ja nicht mehr so viele im Parlament übrig. Energiewende ist nur mit Innovation zu meistern, haben Sie auch in Ihrem Vortrag gesagt. Nun haben wir dank der massiven EEG-Förderung die Erzeugungskapazitäten, vor allen Dingen für die Photovoltaik, vor allen Dingen in Asien und hierzulande den von der Politik auch versprochenen Innovationssprung und das Arbeitsplatzwunder eigentlich nicht so richtig sichtbar gemacht.
Wo ist das also geblieben? Wir hatten vorhin Herrn Käser von Siemens gehört, die bauen ja bekanntlich Stellen ab. Quandt hat da auch Geld verloren, den grünen Bosch, das ist Geschichte, Procon und die Anleger eine andere. Was also muss besser laufen bei der Energiewende, gerade auch mit Blick auf die Innovationen? Also wenn Sie die Forscher fragen, die in dem Bereich tätig sind, dann würden die heftig bestreiten, dass sie da nicht genügend Innovationen haben, aber die dann umzusetzen in Produktion, das ist ja ein ganz anderes Geschäft. Da kommt ja die Subventionstätigkeit, was macht der Staat in dem Bereich oder was macht er nicht, da sind viele andere Faktoren. Wir haben auch diskutiert und überlegt, haben wir da eine Forschungsblase unter Umständen, sage ich mal so untechnisch, vielleicht auch noch ein Stück weit befördert. Und die Frage, was ist die Technologie der Zukunft, was sind die Themen, die man sehr frühzeitig angehen muss, die sind nicht einfach zu beantworten. Die sind überhaupt nicht einfach zu beantworten und ich glaube, dass man an dieser Stelle auf keinen Fall auf die Forschung schauen sollte, dass sie an der Stelle versagt hat. Also da wäre ich strikt dagegen. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, dass Sie natürlich sich verteidigen und habe mich vorbereitet und in das Jahresgutachten ich wusste ja nicht, was Sie fragen. der Expertenkommission Forschung und Innovation von 2014 geschaut. Dort gibt es eine empirische Untersuchung der Patentanmeldungen. Frau Müller, Sie sagten, glaube ich, von den 14.000 schon 2.000 aus dem Energiebereich, wenn ich recht erinnere. Die Wissenschaftler hier haben, also diese Expertenkommission, gesagt, die Innovationswirkung von Stromeinspeisungen sei allenfalls eben bei der Windenergie zu sehen. Ansonsten aber die Förderung von Ökostrom raten Sie sogar ganz abzuschaffen, weil sie weder dem Klima helfen noch technische Innovationen bringen. Und kritisch äußerte sich dazu auch der Stifterverband der deutschen Wissenschaft und Akatech. Warum also wird von der Bundesregierung immer wieder, werden diese kritischen Stimmen aus der Wissenschaft so beiseite gewischt? Auf keinen Fall. Wir diskutieren ja gerade. Und wenn Sie die wenn Sie die Gutachten sehen, die Akatech geschrieben hat zu dem ganzen Thema Energieforschung und das, was Sie bei dem Expertenkommission, also dem EFI-Gutachten sahen, dann sind da ja unterschiedliche Positionen und wir diskutieren schon darüber. Und dieses EFI-Gutachten hat an der Stelle einen Sturm der Entrüstung, jenfalls im politischen Feld, hervorgerufen. Das war sozusagen der kritischste Punkt des Gutachtens, der sehr heftig hinterfragt wurde und nicht einfach akzeptiert wurde. Also man kann nicht sagen, die Wissenschaft hat recht und sagt das so und so, sondern da haben wir auch unterschiedliche Stimmen und haben darüber auch diskutiert. Also ich sehe es auch etwas kritisch. Joe Käser sagte vorhin auch den bemerkenswerten Satz, Innovation ist der Lebensnerv der deutschen Wirtschaft und die Digitalisierung sei für uns alle die Schicksalsfrage, also die Schicksalsfrage für die Wirtschaft. Wir brauchen, da hat er natürlich recht, stabile und vor allen Dingen die richtigen regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die auch tatsächlich Bestand haben müssen über eine längere Zeit. Und die Frage ist, wie geht eigentlich der Regulator und wie geht die Politik damit um? Also mit der Frage der Digitalisierung bei Stromproduktion, Stromverteilung. Ist der Eindruck falsch, dass heute vor allen Dingen der Regulierer, aber auch die Politik die Strukturen von gestern konserviert bzw. zementiert statt eigentlich oder reguliert, statt eigentlich das Energienetz der Zukunft mitzuentwickeln? Und wie müsste ein solches innovatives Energienetz der Zukunft aussehen? Das ist jetzt aber gemein. Also hier vor lauter Spezialisten und jetzt soll ich eine Vision entwickeln, das wie das genau aussehen soll. Gebe ich zu. Das ist gemeines, ja. Eine knifflige Frage, aber natürlich eine, die unheimlich ja. Die Zuhörer hier interessiert, weil in der Tat die Regulierung ja doch eher eine rückwärtsgewandte ist, was die Netze anbelangt. Würde ich Ihnen sogar zum Teil zustimmen und ich glaube, das gilt nicht nur für die Netze, auch für die anderen Fragen im Zusammenhang mit Digitalisierung, dass man natürlich bei den regulatorischen Elementen sich sehr stark an dem orientiert, was man kennt, was üblich war und versucht, das weiterzuschreiben unter den neuen Bedingungen, dass es unter Umständen ganz andere Ansätze geben muss, sehen wir ja auch im rechtlichen Bereich, wenn es jetzt um Sicherheit im Datennetz oder so etwas geht, da funktioniert nicht mehr das, was wir vielleicht noch vor 10 Jahren hatten und das wird auch im Bereich der Stromnetze so sein und deswegen ist das, was ich vorhin ansprach, dieser Versuch vorzudenken
und zu überlegen, wie sieht denn das Netz der Zukunft aus und was heißt das jetzt in den Schritten dahin? Das ist eines dieser Copernicus-Projekte, wo es genau um diese Frage geht, aber nicht in dem Sinne, dass wir da jetzt die fertige Lösung haben, sondern dass wir da richtig mit Geld und Forschung, mit Wirtschaft zusammen reingehen und versuchen, möglichst frühzeitig Antworten zu finden oder die richtigen Hinweise dann auch für das politische Geschäft zu geben. Eine weitere, und zwar auch letzte, also Abschlussfrage, Detailfrage, die auch mit Copernicus, glaube ich, verbunden ist, nämlich zur Förderung der Batterietechnik. Das ist im Moment ja ein ganz großes, wichtiges Stichwort. Es wäre ein Traum, hätte man diese Akkus für Wind und so Sonnenstrom, um Produktion und Verbrauch lokal auch zu halten. Wobei natürlich die Frage dann aufkommt, wie ist das mit der Produktion von Großanlagen. Aber sei es drum, woher will eigentlich der Staat genau wissen, was der Markt einmal brauchen wird, welche Technik er braucht und wie sie ökonomisch eingesetzt werden kann, wenn man diese von Ihnen skizzierte Hightech-Strategie betrachtet? Und wie sehen denn dann solche Batterieforschungsförderungen in diesem von Ihnen genannten Copernicus-Modell tatsächlich aus? Was die Batterieforschung anbetrifft, hatte ich vorhin gesagt, ist ein Punkt, wo wir in den letzten Jahren aufgeholt haben und wieder weit vorn weltweit mitspielen bei der Innovation, bei den Ergebnissen, bei den Publikationen in dem Bereich. Und wir versuchen natürlich von Seiten des Staates jetzt mehr zu machen, als dass wir Professuren bezahlen, Forschungsprojekte, sondern zum Beispiel jetzt in Ulm die Batterieforschungsanlage, Erprobungsanlage, wo also die Wirtschaft dann ihre Batterien unter Umständen entwickeln, proben, testen lässt. Und was die Batterieforschung anbetrifft, war klug, schon 2005, 2007 den Bereich zu stärken. Oftmals reagiert man erst später, aber wenn, ich hoffe, hier ist keiner, der mir jetzt widerspricht, aber wenn man in Deutschland heute die gesamte Energie, die wir brauchen, betreiben würde aus dem, was wir speichern können, also Pumpspeicherwerke und das, was wir alles haben, irgendwie an Speichermöglichkeiten jetzt, das reicht ja nicht mehr für eine Dreiviertelstunde. Das heißt, das Thema Speicherung muss unbedingt gehört mit zur Energiewende, egal in welchem Maße es dann gebraucht wird. Und deswegen ist völlig klar, dass wir dort Innovationsschübe brauchen, neue Dinge, die wir noch nicht haben. Und deswegen ist es an der Stelle für die Politik, finde ich, relativ einfach zu sagen, dafür gibt es jetzt richtig viel Geld in der Hoffnung, dass dort dann die entsprechenden Innovationen so kommen, dass sie dann auch wirtschaftlich genutzt und umgesetzt werden können. Und haben Sie da auch eine Idee, was zeitliche, was Termine anbelangt? Also diesen Innovationssprung, den erwartet man ja doch und ersehnt ihn schon länger. Also, das Schöne und das Schwierige an der Forschung ist, dass das Ergebnis nicht vorhersehbar ist, wenn es nicht jetzt um kleine Verbesserungen geht, sondern um wirklich innovative, also um wirklich Forschung und Ergebnisse. Und drin ist auch der Misserfolg. Das muss auch dabei sein und das liefert ja dann auch Erkenntnisse, weil man weiß, so oder so geht es nicht. Und ein Zeitrahmen. Wir versuchen gerade auch durch das Forschungsforum Energiewende zu sagen, wir haben auch nur endlich Geld, ob das nur Millionen oder Milliarden sind, die zu konzentrieren. Und eine Konzentration ist zu sagen, das sind die wichtigsten Themen und dafür gibt es jetzt richtig Geld. Ja. Herzlichen Dank, liebe Frau Wanka, für den Einblick in Ihr, ich darf es so nennen, vielleicht Forschungslabor. Danke. War natürlich nicht mein Weitere Informationen und Podcasts unter bdew.de/kongress.